Autodesk Scaleform, Havok, Agora Games, Monotype Imagine und Bing Videos, Warner Brother Games, DC, Monolith. Gotham City Imposters, Helden wie du und ich. So, und nachdem mir hier gerade eben mal direkt das Spiel abgeschmiert ist, nachdem ich das Intro da eben aufgenommen habe, wünsche ich euch hiermit entweder herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gotham City Imposters oder herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar zu Let's Play Gotham City Imposters. Ja, free to play diesmal, ne? Ja, viele haben sich gewünscht, dass dieses Projekt zurückkommt, allerdings werde ich es in einer veränderten Form zurückbringen. Und das Ganze werde ich jetzt ganz kurz erklären. Und zwar habe ich jetzt nicht mehr so den Anreiz gefunden, jetzt mit, weil wir ja in der Free-to-Play-Variante mit neuem Level starten müssen und so, ich habe glaube ich schon mal 2, 3 Runden gespielt, jetzt das Ganze wieder so von vornherein aufzufahren und wieder so eine ganz normale Parts zu machen, sondern ich wollte das so eine Art... Naja, so eine Art News machen, sage ich mal. So die Gotham City News, sagen wir das Ganze, ne? Ich wollte sowieso schon immer mal so eine kleine Videoserie starten, wo ich dann immer so die aktuellen Spiele-News erkläre und eure Meinung dazu wissen wollte, denn ich bin immer sehr offen über, ja, andere Meinungen und bilde mir auch meine Meinung darüber, wie die anderen argumentieren und was weiß ich. Und das wollte ich eigentlich gerne auch auf meinem Kanal haben, dass aktuelle große News, wie zum Beispiel die PlayStation 4-Ankündigung oder die letzte Nintendo Direct oder irgendwie sowas, dass ich darüber mit euch spreche, euch vielleicht darüber aufkläre, falls ihr ein paar Sachen nicht mitbekommen habt und ja, ihr dann eure Meinung dazu schreiben könnt. Und das Ganze wollte ich einfach mal verbinden als kleine Pilotausgabe jetzt hier mit den Gotham City Imposters und mal gucken, wie das bei euch ankommt. Ihr könnt ja das dann in die Kommentare jetzt hier zuerst mal schreiben. Also einerseits, was ihr zu den Sachen haltet, die ich jetzt euch erzähle. Die Folge wird jetzt auch etwas länger als die normalen Folgen dann, weil ich jetzt halt viele News, auch ältere, ja, wieder ausgekramt habe, einfach nur aus dem Grund, damit ich so euch so ein bisschen vorstellen kann, wie das Ganze hier laufen soll. Und dann hinterher bitte Kritik dazu geben, wie ihr das findet. Ich finde, hatte nämlich jetzt nicht mehr so die Riesenlust, das Spiel jetzt hier wirklich aktiv wieder als Let's Play zu bringen, sondern eher so nebenbei dann mal so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, eine Stunde und daneben so ein bisschen über aktuelle News zu quatschen. Das finde ich ein bisschen sinnvoller, vor allem die langen Warteszenen in der Lobby. In die Welt gleich mal reingehen. Wir starten mal wieder mit dem Team Deathmatch. Haben wir lange nicht mehr. Die vielen Ladeszenen hier in dieser Besuchssession und so weiter, die können wir damit ein bisschen überbrücken. Geht jetzt, glaube ich, in der ganzen Free-to-Play-Variante auch etwas schneller. Ich habe gerade schon mal 2 Runden gespielt, auch richtig abgelost, weil ich mal wieder seit der letzten Aufnahme, die, glaube ich, von Oktober oder November oder so stammt, habe ich nicht mehr gespielt, aber in der erste Partie starten war schnell rein, deswegen... Ja, höre ich jetzt erstmal auf zu labern, wir sehen uns dann in-game wieder. So, das Spiel läuft schon. Ich nehme hier einfach mal, was haben wir denn? Nehmen wir einfach mal die Sache und wir kennen das natürlich schon, dass die Texturen noch nicht geladen sind. Das, dann müssen wir wieder mal ein bisschen abwarten, ne? Das ist ja kein Problem. Das funktioniert übrigens, ist das ein Problem mit der Aufnahme. Das hat nichts damit zu tun, dass das Spiel oder mein PC das Spiel nicht hinkriegt oder so, weil ohne Aufnahme klappt das alles super.
Jetzt ist zum Beispiel auch meine Textur da. Ich hoffe, dass jetzt auch die Gegnertexturen da sind. Und mir fällt gerade auf, dass ich das Ganze auf 30 FPS gestellt habe. Ich habe im Hintergrund noch im Aufladen, am Hochladen bin und deswegen gerade nur 20 FPS habe, was jetzt zum Beispiel so zum Shooter-Spielen nicht so super toll ist. Mal gucken, ob ich da gleich noch was dran schrauben kann. Ich habe jetzt auch nicht viel rumgetestet, habe einfach mal gesagt, komm, du startest rein. Ja, du mich auch. Na, immerhin eine Abschlussbeteiligung. Okay, das wird ein Gegner gewesen sein. Das da auch. Verfolgen wir den mal ganz eiskalt. Und dann ist er weg. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Dass der Gegner dann weg ist. Gut, gehen wir einfach mal da hoch. Vielleicht haben wir da oben einen besseren Ausblick. Da habe ich schon öfter mal wen sitzen sehen. Allerdings werden wir hier natürlich nicht campen, sondern ich werde das Ganze wirklich nur zum Ausblick nutzen. Ich finde Let's Player super spannend, wenn da einer campt. Ja, wunderschön. Level 4, so stellt man sich das vor. Habe ich ja unglaublich viel zum Sieg beigetragen. Eine Beteiligung haben wir. Naja, ist ja auch ein bisschen Nachteil gewesen, dass ich jetzt so wenig FPS habe. Ich habe momentan eigentlich nur die Idee, dass ich den PC nochmal neu starten muss. Werde ich jetzt, glaube ich, auch tun. Dann kommen halt die heutigen Parts etwas später, weil ich dann den Upload auch wieder abbrechen muss. Aber das nehme ich jetzt einfach mal auf mich, damit ich jetzt hier euch hier auch, naja, etwas flüssigeres Spielmaterial bieten kann, ne? Dann gehe ich nochmal kurz raus und wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Bis dann. So, das wollte ich jetzt gerade sagen, eben hat es nicht funktioniert. Jetzt bin ich da wieder mal zurück. Ein bisschen holpriger Start hier in die Pilotausgabe. Das wird es dann hoffentlich später nicht mehr geben. In der Reihe, falls ihr sie denn möchtet, auf meinem Kanal. Ja, hat jetzt alles ein bisschen kurzfristig. Ich habe erst kurzfristig erfahren, dass meine Mutter jetzt aus dem Haus ist. Und habe gedacht, okay, gut, perfekt, nimmst du jetzt auf. Hast ein bisschen Ruhe und naja, deswegen alles ein bisschen unvorbereitet. Jetzt habe ich den Computer neu gestartet. Das mache ich sonst immer vor der Gotham City Imposters-Aufnahme. Deswegen sollte das jetzt auch ein bisschen flüssiger laufen, hoffe ich zumindest, weil an Leistung sollte mein PC ja eigentlich nicht abgebaut haben. Ja, wir sehen uns dann auch gleich im Spiel wieder. Gut, dann sind wir mal im Spiel. Jetzt habe ich die falsche Klasse genommen. Na, super toll. Sniper, das ist natürlich ohne Gegnertextur immer brillante Idee. Typi, wo bist du hingeflogen? Keine Ahnung. FPS haben sich jetzt nicht wirklich erholt. Zeigen zwar oben jetzt gerade nur 10 an. Läuft aber flüssiger als eben, wo 20 angezeigt wurde. Also so wirklich verlassen ist darauf, glaube ich, auch nicht. Vollkommen egal. Ich kann jetzt schon besser spielen als gerade eben und das reicht mir. Gut. Was ich eben noch vergessen hatte, ich werde... Hallo. Ja, willst du mich verarschen? Ich hab doch mit der Schrot aus der Entfernung... Na gut. Hätte eigentlich ein bisschen mehr streuen sollen, meine ich. Hat's nicht. Auch hier. Mit der FPS-Zahl spiele ich garantiert nicht mit einer Sniper. Das kannst du mal vergessen, mein Freund. Aha! Okay. Ich bin eben nicht wieder aus der Zoom-Ansicht rausgekommen. Keine Ahnung warum, ist aber egal. Wir haben einen Kill. Hallo! Ma! Ich hab den voll eine verpasst. Warum hat er denn mehr als 100 Leben? Ist doch kacke. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die richtige Waffe. Ja, was ich sagen wollte, ich möchte das Ganze halt hier noch mehr als nur News packen, sondern auch allgemeine Informationen. Für mich ist es echt schwierig, mit der FPS-Anzahl zu spielen. Jetzt verstehe ich, warum sie immer so schlecht war in der Aufnahme. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum meine Steuerung wieder... Obwohl, was heißt... Ich verstehe nicht, warum meine Steuerung wieder anders ist. Natürlich verstehe ich das. Ich habe das nämlich jetzt neulich erst eher auf der PlayStation gespielt und da ist die Steuerung schon anders. Mann! Das ist doch so nicht wahr. Ah! Den einfach nicht fertig. Ah, Abschlussbeteiligung. Ja, endlich mal. Ah, okay. Gut, ich hasse den. Der hasst mich, glaube ich, auch, weil der geht immer nur auf mich.
Okay, der ist jetzt gestorben. Weiß zwar gerade nicht durch wen. Ich will es aber nicht wissen. Ich werde das auch für besondere News oder Ankündigungen von Let's Plays oder Informationen zu irgendwelchen nicht mehr kommenden Let's Plays oder zu meinen Upload-Plänen derzeit, werde ich auch das LP, dieses Format nutzen wollen. Aber es liegt halt an euch, ob es sich durchsetzt oder nicht. Es liegt vollkommen in eurer Hand. Fuck, der ist doch entkommen. Ja, das müsst ihr halt wie gesagt entscheiden. Gebt mir bitte Feedback in den Kommentaren, ob ihr das noch sehen wollt oder nicht. Ob überhaupt noch jemand dieses Gotham City Bosses sehen soll, ob ich andere Wege nehmen soll, um Informationen an euch zu bringen. Oder ob ihr lieber das Let's Play haben wollt, ohne dass ich euch hier mit anderen Dingen volllaber. Ja. Level 5, yeah! Toll. Ich muss auf jeden Fall umstellen. Ich habe jetzt hier, dass der mit einem Knopf visiert und mit einem Knopfdruck erneut wieder loslässt. Oh nein, nicht der schon wieder, nicht der schon wieder. Bah, ich hasse den. Gut gestorben. Das sollte ich umändern, dass ich den nur beim Gedrückthalten ziele. Das ist auch irgendwie sinnvoller. Weiß nicht, warum ich das damals so gespielt habe. Werde ich auf jeden Fall nicht mehr tun. Und dann hätte ich gerne noch euer Feedback, ob ihr das Ganze hier lieber in der Free-to-Play-Variante auf dem PC sehen wollt. Ah. Oder in der kostenpflichtigen, aber dafür vielleicht für einigen zugänglicheren Variante, dann auch lagfreieren Variante auf der PlayStation 3. Das ist ja auch noch eine wichtige Frage, wie ich finde. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade mal wunderschön, ein wunderschönes Standbild gehabt. Wäre halt etwas, naja, lagfreier dann auf dem PC, auf der PlayStation meine ich. Ich hätte jetzt halt die PC-Variante gewählt, weil ich erstens schon vorher die PC-Variante hatte, zweitens hier ein bisschen mehr failen kann und drittens, weil ich davon ausgegangen bin, dass vielleicht über Free-to-Play mehr Abonnenten von euch mitspielen wollen oder mitspielen können, als über kostenpflichtiges PlayStation-Network, weil... Ja gut, einerseits sind da die Network-Cards ab 18, ne? Und andererseits ist ja auch die Kreditkartensache eine Nummer. Also ist schon schwierig, da überhaupt Geld drauf zu kommen, wenn man unter 18 ist. Auf das Konto, ne? Multikill! Oh Gott, unser Lieblingskumpel ist da. Hey! Immerhin! Ein paar haben wir mitgenommen. Ich werde noch gleich in der Lobby dann mal anfangen. So, und zwar genau jetzt werde ich schon damit anfangen. Wir beginnen mit der Nintendo Direct vom 14. Februar. Wie gesagt, etwas veraltet die News, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich euch halt hier so überhaupt mal darstellen möchte, wie das funktioniert. Deswegen habe ich so viele News wie möglich rausgeholt. Und zwar hat Nintendo am Anfang dieser Nintendo Direct am 14. Februar gesagt, dass das gesamte Nintendo-Jahr 2013 das Luigi-Jahr werden wird und nicht mehr das Mario-Jahr wie die Jahre zuvor. Das wurde auch schon auf der E3 leicht angeklungen. Mit dem Release der PlayStation. Der Wii U wurde das auch nochmal, ja, quasi so gesagt. Damit es quasi das dritte Mal wurde, diesmal aber deutlicher. Man hat Spiele angekündigt mit Release-Dates, wie zum Beispiel Luigi's Mansion am 28.03.2013. Könnt ihr euch darauf freuen, falls es euch interessiert. Und es wurde ein DLC zu New Super Mario Bros. U angekündigt. Der wird im Laufe des Jahres 2013 erscheinen und wird wohl auch als LP auf meinem Kanal wieder landen, weil den ersten Teil, also New Super Mario Bros. U, habe ich ja auch schon zu 100% LP'd und dann werde ich den auch wieder bringen. Zur Information davor wurden gesagt, dass das wieder komplett 60 Level sein werden, die sich leicht unterscheiden von den bislang vorhandenen, das heißt nur leichte Veränderungen. Das finde ich schade. Ich hätte lieber 20 komplett neue Level gesehen, anstatt 60 alte, nur leicht überarbeitete. Mal sehen, inwieweit die halt leicht überarbeitet definieren. Gut, Pikmin 3 wird zweites Quartal, April bis Juni heißt das natürlich, 2013 erscheinen. Mal wieder verschoben, ist ja klar, wurde immer verschoben. Game & Wario erscheint auch 2013, dazu wurden mittlerweile schon Videos zu Minispielen veröffentlicht. Mario & Luigi Dream Team, ein weiterer Luigi-Titel. Also eine Fortfolge der Mario- und Luigi-Saga,
Serie da, also zu diesem RPG da, wo ich ja auch einen LP-Zug gestartet habe und demnächst auch irgendwann mal wieder fortsetzen werde. Erscheint im Sommer 2013 zusammen mit Mario World Golf Tour oder Golf World Tour so, für den 3DS. Und ja, mit zu dem Luigi, Mario und Luigi Dream Team wurde halt noch gesagt, dass das Ganze wohl teilweise in Luigis Träumen stattfindet. Zumindest wurde das von Trailern so gedeutet. Unter anderem wurde ein Datum für Monster Hunter 3 Ultimate angekündigt. Das Ganze soll am 22. März 2013 erscheinen. Fire Emblem Awakening am 19. April 2013. Pokémon X and Y im Oktober 2013. Dazu kann es leider keinen LP geben, weil ich keine Möglichkeit habe, den 3DS zu capturen. Lego City Undercover The Chase Begins ist quasi ein Prequel zu dem Lego City Undercover, was auf der Wii U erscheinen wird. Das erscheint für den 3DS und wird am 21.04.2013 in Amerika released. Für Europa gibt es noch keinen Release-Termin, wird aber wohl in dem ähnlichen Rahmen vermutet. Außerdem hat Animal Crossing New Leaf auch langsam mal in Europa ein Release-Date bekommen. Das ist der 14. Juni 2013. Und ich merke gerade, hey, es ist dasselbe Problem wie immer. Ich beende mal kurz die Aufnahme, sind wir drin, ne? So, ich habe jetzt auf den Aufnahmeknopf beenden gedrückt, hat ein Hundertstel gedauert, dann waren wir wieder drin, dann konnte ich die Aufnahme wieder starten. Das ist der Grund, warum ich die Ladebildschirme sonst immer rauscutte. Hey. Haben wir gleich mal mit einem Kill gestartet. Was ist das denn? Hilfe. Ach, verdammt. Da braucht man dann halt schon bessere FPS-Zahl und mehr Skill wie ich, um das überhaupt irgendwie zu kompensieren, wenn da so ein Typ Rollschuh dem gegenübersteht. Ja, natürlich. Heißt, da laufen vier Leute auf den zu und der schießt den Hintersten. Meine Güte, okay, jetzt ist er endlich down. Ja, da rechts steht immer noch, dass der uns gefehlt hat. Was ist Nahkampf? Ist F-Nahkampf? Das ist Nahkampf! Ich will wissen, was Nahkampf ist. Warte, das muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Einstellungen. Tastaturfunktion, Bewegung ist das nicht. Interaktion. Nahkampf ist I. Okay, danke. Danke, danke, danke. Weiter geht's. Hallo. Hey. Hat funktioniert. Überraschenderweise. Aus irgendeinem Grund hat es funktioniert. Hallo, heilig, heilig, heilig. Danke. Hier war eben noch einer. Ja, da war eben noch einer. Ich bin Sniper und camp da oben auf dem Dach. Okay, 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 okay. Fuck, 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 fuck. Ah! Wie sollte der Gruppe laufen? Da ist die Überlebenschance doch deutlich höher. Okay. Ja, der war schon down. Guten Tag, gnädige Frau. Ah. Wir haben schon mehrere uns erwartet. Wunderbar. Hilfe, 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 Hilfe. Leck. Okay. Dann geht's weiter. Ich konzentriere mich hier gerade ein bisschen aufs Spiel. Ich werde das wahrscheinlich auch so machen, dass ich die Ladesequenzen dann mit News vollstopfen werde. Und hier im Spiel mich wirklich aufs Spiel konzentriere, weil anders geht das gar nicht. So, meine Liebe. Hätte ich auch einen Nahkampf machen können, aber so. Keine Ahnung. Ja, rennen wir jetzt alle im Kreis oder was? Ja, machen wir. Naja, kann man sicherlich auch professioneller lösen. So zum Beispiel. Einfach mal quer drüber ziehen und dann da umbringen. Oder so. Schade. War gerade am Nachladen.
Immerhin haben wir einen mitgenommen. Wir werden selber sogar gar nicht als Toter links angezeigt, was ich sehr nett finde. Muss ja sowas nicht immer an die große Glocke hängen, ne? Gut, ich guck mal kurz nach links. Animal Crossing hatten wir, dann fehlte noch Donkey Kong Country Returns. Und da hätte ich jetzt nicht hingucken dürfen, verdammt. Donkey Kong Country Returns 3D erscheint auch im zweiten Quartal. Das ist ein Remake von dem sehr erfolgreichen Wii-Titel. Und auch übrigens grafisch sehr ansprechenden Wii-Titel. Vielleicht eines von den Wii-Titeln mit den besten mit der besten Grafik, keine Ahnung. Auf jeden Fall erscheint davon ein Release auf dem ein Remake auf dem 3DS. Hallo, oh Gott, warum sind hier wieder nur Gegner, wo ich spawne? Ein Remake auf dem 3DS, das wird im zweiten Quartal dieses Jahres erscheinen. Also sehr viel 3DS-Material im zweiten Quartal dieses Jahres. Das waren, glaube ich, die wichtigsten Informationen in der Nintendo Direct vom 14. Februar. Wie gesagt, schon fast einen Monat alt. Und deswegen auch nur sinnvoll hier in so einer Pilotausgabe von einer Folge, in der ich nichts treffe. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich das Ganze auf die PlayStation ausquartieren soll. Der Grund, warum ich es nicht auf der PlayStation haben wollte, ist, dass ich da einerseits die Ladesequenzen nicht rausschneiden kann, wie hier. Weil ich da die Aufnahmen nicht so schnell beenden und neu starten möchte und es mit meinem momentanen Bearbeitungsprogramm, das werde ich auch bald ändern, weil ich ja bald auch eine neue TV-Karte nehmen möchte. Mit meinem momentanen Aufnahmeprogramm ist das sehr schwierig, so einzelne Szenen rauszucutten. Sehr schwierig bis unmöglich, kann man dazu sogar sagen. Oh. Guten Tag, meine Liebe. Na wunderbar. Hey, den haben wir mitgenommen. Ah, Hilfe! Geh doch auf das Trampolin! Gerade nicht diese blöde. Im Eifer des Gefechts habe ich es nicht geschafft, die blöde Zoom-Funktion hier auszuschalten. Achso, hier ist unser Sniper-Kumpel, der nicht geladen wird. Ja, das war's auf jeden Fall mit der Nintendo Direct soweit. Boah. Das ist echt mit 10 FPS, ist das hart. Man sollte, glaube ich, auch keinen Shooter mit 10 FPS spielen. Ja, mein Lieber, in der Ecke rumhopsen kann ich auch. Aber damit gewinnt man nicht. Ah, aber mit sowas kann man schon gewinnen. Vor allem, wenn man damit nicht umgehen kann. Gegen den Gegner, der sowas nützt. Oh! Hinter dir, hinter dir. Toll. Hinter mir, hinter mir. Achso, ich habe doch gar nicht die Brustpanzerung. Was habe ich denn hier eingestellt für eine Klasse? Wahrscheinlich habe ich gar nichts eingestellt. Ich habe das nur auf PlayStation eingestellt. Oh Gott. Fuck. Ich snipe halt ihn aus der Luft im Runterfallen weg. Ah, krieg ich schon wieder einen in den Rücken. Wunderbar. So gefällt mir das. Guten Tag, guten Tag, keiner da, keiner da. Regeneriert sind wir teilweise. Geht's jetzt weiter, bleibt später. Hey, Level 7. Gut, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich beende jetzt hier die erste Folge und mach dann auf der PlayStation weiter. Das ist mir einfach besser und lieber, weil es da nicht leckt und ich dann zwar mit dem PlayStation-Controller wesentlich schlechter zielen kann, was ihr dann wahrscheinlich auch gleich merken werdet, aber es leckt für euch einfach nicht. Dann habt ihr im Video den Direktvergleich zwischen PlayStation und PC und könnt entscheiden, was euch besser gefällt, ne? Gut, dann beende ich hier erstmal den ersten Part. Ich hoffe, ich kann zwei verschiedene Videotypen zusammen in einer Datei rendern. Ansonsten war das hier die erste Folge, die erste Teil der Pilotfolge und der zweite Teil folgt danach. Also nicht wundern, wenn ich jetzt anderes Level bin und so. Und wir sehen uns dann gleich auf der PlayZ wieder. Bis dann! Hallo und willkommen zurück zur Pilotausgabe von den Gotham City News oder von Gotham City Imposters. Helden wie du und ich in einer News-Variante. Und zwar sind wir jetzt auf der PlayStation 3 und passend dazu kommen wir auch zu den Sony News und damit starten wir natürlich mit dem 20. Februar
und damit mit der großen PlayStation 4, Nacht, sagen wir mal, für uns hier in den USA, wo es dann stattgefunden hat, war es ja eher so Nachmittag. Bei uns war es ja tiefste Nacht und ich habe sogar live mitverfolgt, den Livestream. Ja, ich habe am nächsten Ja, Tag trotzdem alle, wo war Schule. der Hurensohn? Und du hältst mal die Fresse, ich mach das Ganze mal. Mann. Ich weiß schon, was ich gleich als erstes machen werde, und das heißt den ersten muten. Ja, mach hin. Ich habe keine Lust, da wen anders bei mir reinquatschen zu hören. Krix HD. Ist das nämlich? Ich mach's mal. Ah, oh, bei mir ist das gerade ziemlich laut. Warte mal, nehmen wir einfach mal das. Moment, Moment, Moment. Ne, hier kann ich das nicht machen. Da, Spieler. Und da ist er. Muten. Perfekt. So, die Map hat man gerade eben sogar auf dem PC. Von daher haben wir jetzt sogar den Direktvergleich. Und das Ganze läuft schon wesentlich flüssiger, das ist schon mal klar. Aber ich kann halt mit dem PlayStation-Controller nicht so gut spielen wie mit der Maus, wenn es nicht leckt. Hier bin ich übrigens schon Level 32, da habe ich ja ein bisschen gespielt damals. Weil ich ja eigentlich vorher hatte, das Let's Play direkt weiterlaufen zu lassen. So, ich würde mal sagen, wir machen mit der PlayStation 4 dann gleich weiter, wenn wir im nächsten Ladedingen sind, also in der nächsten Sequenz, während der wir unsere Unterschiede. Oh, die Joker gewinnen mit 5, aber wir haben, glaube ich, ein recht gutes Ergebnis abgeliefert, dafür, dass wir nur kurz dabei waren. So, Hardware-technisch bietet die PS4, also dazu muss ich sagen, Hardware. Technisch bin ich jetzt nicht so wirklich auf dem neuesten Stand der Dinge. Was heißt, vom Kenntnisstand her, also wenn ich da irgendwas falsch interpretiere oder irgendwas falsch ausspreche oder so, dann könnt ihr mich korrigieren. Ich kenne mich da halt nicht so gut mit aus. Das Ganze wird auf jeden Fall 8 GB GDDR5 Shared RAM besitzen, also Arbeitsspeicher natürlich. Und das soll wohl extrem schnell sein und damit schon mal, ja, eine ordentliche Verbesserung bieten. Momentan wohl die schnellste, die es momentan zu einem erschwinglichen Preis gibt. Das Ganze hat eine große Festplatte. Welche Größe wurde nicht genauer erwähnt? Es hat eine Enhanced PC-GPU von AMD Next Gen. Soll wohl die beste sein, die jemals hergestellt haben. Natürlich wird das im Nachhinein gesagt. Das Ganze hat wohl 1,84 Teraflops, was auch immer das bedeuten soll. Eine x86 CPU von AMD, also AMD Jaguar mit 64 Bit. Und das Ganze war schon hardware-technisch, was darüber bislang bekannt ist, also noch nicht so viel. Die PlayStation 4 hat einen zweiten Chip eingebaut, was Downloads und Updates im Hintergrund ausführen kann, während man im Vordergrund einfach weiterspielt. Das konnte ja die PlayStation 3 jetzt nicht, da musste man ja immer schön warten. Zudem steht das ganze PlayStation 4 im großen Überbegriff Social Networks wie Facebook und ich glaube auch Twitter und alles Mögliche wurden da mit an Bord gezogen und ja, werden da quasi direkt gepusht im Sinne von, man kann Sachen direkt über einen Share-Button am Controller, auf den ich gleich noch eingehen werde, bei Facebook einstellen, die letzten 15 Minuten direkt bei YouTube hochladen. Man kann aber auch live streamen. Und das mit einer sogenannten Gaikai-Technik. Auf Gaikai kommen wir jetzt zu Spruch. Das gab es schon auf dem PC. Da wurden quasi die PC-Daten auf einem externen PC gespeichert und die Bilddaten wurden nur zu euch gestreamt. Und das zwar verzögerungsfrei, oder fast verzögerungsfrei. Mit anderen Worten, euer PC oder euer PlayStation 4-System wird nicht belastet. Und euch wird nur über Internet quasi das Videosignal zugestreamt. Und ihr könnt damit super spielen. Das Ganze funktioniert halt auch per Livestream. Ihr streamt quasi das Bildsignal live über und jemand anders kann, falls ihr nicht weiterkommen, aus eurer Community das Spiel übernehmen und an der Stelle weitermachen, bis ihr dann sagt, okay, reicht, ich mache wieder weiter. Und das Ganze soll über Ustream laufen, die ja keine souveräne Leistung während des PlayStation 4 Livestreams geboten haben, denn da hat das Ganze schon mal tierisch geleckt. Aber ich hoffe, die werden ihre Server damit gleich nochmal verbessern. Und sich darauf einlassen. Ja, hey, aber getroffen. Was? Wieso ist er nicht gestorben? Mist, diese Map verarschen. Das ganze Mund. Die ganze Kackmagazin habe ich auf die drauf geballert. 8 Leben hatte, der will jetzt mich verarschen. Meine
So, okay. Was hier? Das ist nicht so toll. Das ist gar nicht so toll. Ah, das war's dann. Ja, natürlich schon ziemlich overpowered, wenn man einen im Team hat, der die Gegner markiert. Andererseits ist der natürlich auch ziemlich im Nachteil, habe ich ja selber mal probiert. Weil du halt selber danach überhaupt keine Abwehrchancen mehr für irgendwas hast. Also ist dann wirklich ein reiner Teamspieler. Der markiert und alle anderen schießen dann auch drauf. So, meine Freunde. Nimm das. Und 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 verdammt. Aber immerhin ein bisschen Schaden gemacht. Warum verkriechen sich da jetzt alle da drauf? Jetzt verarschen. Hey, Kill. Das ist aber auch einer, der markiert. Und wirklich alle da oben. Das ist natürlich nett. Haben wir den nächsten gekillt. Fuck. Dann hier hochspringen. Und draufballern und der weg. Hochspringen und draufballern. Und draufballern und gekillt. So. Meine Freunde. Hilfe. Ah, fuck. Naja, gut. Du der Welt einen Gefallen. Jetzt spawnen die hier oben, oder was? Gut, wenn ihr meint. Stirb! Oh, den habe ich mitgenommen. Ich steck dich in ein Loch und dann sieg ein! Ah, der ist schon weg. Ah, der ist schon weg. Ja. Verdammt, verliebt. Das ist ungut, das ist ungut, das ist ungut. Lauf! Na, ist er weg, ist er weg. Ah, gut. Ja, keine Munition, von wegen, ja noch einen schönen Raketenwerfer dabei. Jetzt brauche ich aber mehr Munition. Hast du den nicht gesehen? Willst du mich verarschen? Da ist er darüber drüber geflogen. Aber wir brauchen jetzt Munition. Ach, verdammt. Wer ist dein Papi? Ich bin dein Papi. Okay. Nehmen wir uns jetzt gleich mal Munition mit. Ich habe ja keine Ahnung, dass wir so gut sind und so lange überleben. Dass wir so viel Munition brauchen. Oder einfach so viel daneben schießt, dass wir so viel Munition brauchen. Das ist wahrscheinlich die bessere Formulierungsmöglichkeit. Dubidu. Kann ich noch irgendwas aus dem Kopf schaffen? Ja, ich sollte dann lieber, glaube ich, auf den Zettel gucken, bevor ich hier vollkommen aus dem Konzept komme. Deswegen warte ich die Runde hier ab. Das kann aber noch dauern. Aber voll zu. Das dauert nur einfach gerade allgemein ziemlich lange. So, mein Freund. Oh, ihr seid da wieder alle. Hilfe! Das hatten wir doch schon, Freunde. Das hat doch damals schon nicht geklappt. So. Ja, was war denn jetzt eigentlich die... Oh, ah, so stark, mein Freund! Jemand hat die Kühlsträhne. Was ja gar nicht zu unterschätzen ist. Ah, verdammt. Ich bin extra auf den Kleinen gegangen, weil ich wusste, dass ich nicht beide mitnehmen kann.
kleiner mit zu gewöhnen, weniger Leben. Immer weniger Leben. Ach! Wie ich diese blöde Lektüre verhasse, ne? Mein Fuß! So extrem overpowered. So! Hilfe! Hilfe! Zwei Leben? Das sieht nicht gut aus. Ich bin markiert. Okay. Ja, ich war markiert. Der wusste, dass ich um die Ecke komme. Aber wir sind trotzdem ordentlich im Vorteil, muss man sagen. Ich bin Erster aus dem Dieb. Oho. Aufnahmen sind hier halt so glücklich, wie es aussieht. Mutkel. Tote Männer reden nicht. Fuck. Hatte mich rot. Ich dachte, er hätte mich. Sniper-Dingens. Aber das war wohl falsch gedacht. Das ist immer noch derselbe, verdammt. Ich darf gegen den nicht so in den Nahkampf gehen. Okay, das war. Was war das denn? Ah, L2 war's. Gut. Hilfe! Hilfe! Vollständig geheilt! Ja, nachladen. Und jetzt bin ich bereit für den Nahkampf. Jawoll! Als bester Spieler beendet! Jawoll! So, Geigkeit-Technik habe ich, glaube ich, gut genug erklärt. Somit kann man auf jeden Fall auch Spiele ohne Download testen. Das wurde vorhin schon angesprochen. Und man kann wohl auch die PlayStation 3 und PlayStation 2 Spiele und so über diese Technik halt ohne Emulieren auf dem neuen PlayStation-System quasi spielen. Das heißt, die wird keine Spiele der älteren Generation so unterstützen. Das Crossplay der Vita wurde angekündigt. Das gibt es jetzt ja für die PlayStation 3 auch. Und ansonsten... Ja, wurde noch die Konnektivität zu Smartphones und Tablets und sowas, ja, quasi nochmal hervorgehoben. Dazu soll wohl demnächst dann, also nach dem Release, irgendwann eine App dazukommen, womit man dann das Smartphone oder das Tablet als zweiten Bildschirm nutzen kann. Inwieweit das nötig sein wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein nettes Feature, weil fast jeder hat heutzutage ein Smartphone und ein Tablet und da kann man sowas natürlich auch gut mit einbeziehen. Und die Veröffentlichung des Ganzen soll Weihnachten 2013 stattfinden. So, der Controller, der... Kann ich euch jetzt schlecht ein Bild einbinden, weil ich, wie gesagt, diese neue Render-Technik und ich habe die neue Bildbearbeitungstechnik. Ich nutze noch Camtasia und da habe ich nicht so viele Funktionen. Zumindest kenne ich mich damit nicht so gut aus. Und deswegen werde ich dann bald, wenn ich die neue Capture-Karte habe, dann auch auf 1080p hochladen und dann muss ich auch auf 1080p rendern. Und deswegen brauche ich auch ein neues Render-System quasi, also ein neues Render-Programm. Und dann werde ich sowas auch machen können. Also googelt einfach mal PlayStation 4 Controller, da werden viele kommen. Das ganze Ding verbietet euch ein verbessertes Six-Axis-Steuerung, das heißt, diese Bewegungssteuerung des Controllers hat ja der PlayStation 3-Controller auch schon. Soll beim PlayStation 4-Controller verbessert sein. Zudem hat das vorne ein Touchpad drauf, wie die PS Vita hinten. Es hat Lautsprecher eingebaut, wie die anderen, also wie die, ja, der Wii U-Controller dann beispielsweise auch, oder der Wii-Controller schon hatte. Es hat einen Kopfhörereingang, was das Bluetooth-fähige Headset dann quasi von der Bildfläche verschwinden lässt. Und es soll mehr Präzision mit den Control-Sticks möglich sein, das heißt, im vor allem leicht beweglichen Bereich soll das Ganze etwas präziser laufen, was vor allem Shooter und auch Autorennspiele damit ein bisschen besser möglich machen soll. Um das Ganze auch noch zu verbessern, so wie die L2 und die R3-Taste, die L2 und die R2-Taste, werden damit auch verbessert. Das heißt, die sind jetzt geschwungen da hinten und können damit, da kannst du nicht mehr so leicht abrutschen wie bei dem hier beispielsweise. Und es gibt eine Share-Taste oben am Controller. Damit soll halt, wie gesagt, bei Facebook Videomaterial gepostet werden, die letzten 15 Minuten Gameplay-Material direkt aufgezeichnet, verfügbar sein und somit auch bei YouTube beispielsweise hochladbar sein. Das hatte ich ja vorher schon angesprochen. Ja, außerdem soll damit dann auch irgendwie die ganze Livestream-Sache funktionieren. Das wird wohl aber dann, denke ich mal, wenn der Release etwas näher kommt, auch wieder erklärt.
Schick, was? Was ist das denn? Spät gelegt. Ach, das hatte ich ja nicht. Wieder Heilpunkt oder was? Das hatte ich auch noch gar nicht. Entweder ist der neu oder ich habe ihn einfach nur irgendwo gesehen. Ah, die sind alle da. So, einen haben wir mitgenommen. Beiden haben wir mitgenommen und jetzt gehen wir drauf. Jawohl. Wieder mal die nette Elektrowaffe, die ich ja so unglaublich liebe. Ich habe dieselbe auch noch nie benutzt, aber die Gegner sind damit immer ziemlich overpowered, da sind wir alle markiert. Wissen genau, in welchem Moment wir um die Ecke gesprungen kommen. Das bringt auch nichts mehr, wie jetzt anders durchzulaufen. Ach, komm schon. Der gehört uns aber eigentlich. Meine Freunde. Tschüss. Ach, ich bin da, hab drauf spekuliert, dass sie die Munition alle wird, aber der hätte wohl so eine Multischusswaffe oder er hat einfach zwischendurch schon nachgeladen oder sowas, keine Ahnung. Ich hab gehört, wenn ich jetzt ins 1 zu 1 gehe, dann müsste ich ihn kriegen, aber. Ja, hab ich nicht gesagt, ne? Verdammt! Dein Hintern! Ah, immerhin noch eine positive KD, ist ja ganz okay dann. Gute Tat! Ja! Oh, noch einer! Noch nicht! Noch einer! Ah, das war so ein blödes Elektro-Dings wieder von da ganz hinten hat er geschossen. Die sind aber auch wirklich nur in engen Räumen sinnvoll. Ja, der hat da nicht was von ihm erwischt, mein Freund. Achtung. Ja. Oh, oh. Wir sollten da nicht alle drin stehen, wenn wir markiert sind. Das kommt nicht gut. Ja. Guten Tag. Ach. Sein. Mein Körper ist so kalt wie mein Herz. So verkacken wir jetzt diese ganzen 1 gegen 1 Situationen. Hilfe! Das war klar, dass ich den nicht mitkriege, so viel Schaden, wie der uns das schon reingesmashed hat, und jetzt noch eine Angriffsattacke da. Ah, ist unser. Auch unser. Und dann sind wir tot. Ich Und lass das wegkommen. Okay. Ja, als nächstes würden wir, glaube ich, auf die Spiele der PS4 zu sprechen kommen. Und da kann ich euch auch was aus dem Kopf sagen. Und zwar, dass ich jetzt gleich sterben werde. Nein, hier ist ein Heilpunkt. Diese Ecke hat mich auch noch nie verschlagen von dieser Map, deswegen wusste ich gar nicht, dass sie einer ist. Aber wird sich achten, dieses Teil hier. Ich hätte vielleicht auch schon mehr, weil es total schlau dann voll in die Ringe reinzurennen. Achtung von hinten! Eine Kugel der Gerechtigkeit im Schädel der Niederkraft! Das habe ich eigentlich auch vor, von hinten zu kommen. Hilfe! Oh, stark! Ach! Siehst du genau da einer in die Ecke. Nicht mich! So kotzen ist das! Ach du Kacke, die kommen alle! Die kommen alle! Einen will ich mitnehmen, einen will ich mitnehmen! Puh! Ziel erfüllt. Oh mein Gott, die sind nicht gestorben. Die waren alle da. Ah!
Ha! Oh, Mist, da kam auch noch einer von der Seite. Ich hab ihn gerade noch gesehen. Ich hätte gehofft, dass der kleine Sniper sich da oben mal wieder verschanzt. Aber hat er leider nicht getan. So, nachladen, 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 nachladen. Und dann in der Offensive. Hey, wir sind markiert. Fuck. Haben wir so viel. Gut! Ja, aber nicht nur er dachte, er hätte mich. Ich dachte auch, dass er mich hat. Fuck! Das hab ich kaum gespürt! Ach, natürlich. Nein, ich will nicht meine Waffen ändern hier. Wir verlieren das Ding. Das ist jetzt schon klar. Aber solange wie wir positiv stehen, liegt es nicht an uns. Ja. Da ist irgendwie so eine komische Fackel hinter. Das wird markierter Gegner. Okay. Oh, den habe ich mitgenommen. So. Shinobi Art. Ja, Shinobi Art, ich auch. So, Jokers gewinnen. Damit geht's weiter. Die Spiele, die bislang für die PlayStation 4 angekündigt worden sind, Killzone Shadowfall, Infamous Second Son, Drive Club, Kinect, Watch Dogs, The Witness, ein Indie-Titel, Destiny, ein... Ja, sagen wir mal MMO-ähnliches Shooter-Spiel vom Hause der Halo-Entwickler. Deep Down von Capcom. Diablo 3 von Blizzard. Final Fantasy von Square Enix. The Witcher 3 Wild Hunt. Thief 4, ein Prequel zu den vorherigen Thief-Teilen. Assassin's Creed 4. Und Battlefield 4. Die sind alle für die PlayStation 4 angekündigt. Sehr viele Vieren gegen Ende. Zu Killzone und zu Infamous wird dann wahrscheinlich release-nahe eine Abstimmung kommen. Ob ich eins von beiden oder sogar beide Let's Playen möchte, ich werde auf jeden Fall im Laufe des Jahres sowohl die Infamous-Reihe als auch die Killzone-Reihe, zumindest ab Teil 2, weil Teil 1 ist jetzt nicht mehr zugänglich für mich, werde ich das Ganze auf jeden Fall LPen. Und du wirst schon mal, allein weil du ein Headset besitzt und angeschlossen hast, gemutet. Ach, was ich für den Controller, wir waren ja noch beim Controller, stimmt ja, Kopfhörereingang hatten wir, mehr Präzision mit den Control-Sticks, geschwungene L- und R-Tasten, hatten wir gesagt, die Share-Taste, dann hat das Ganze eine Move-LED hinten dran, die mit einer neuen Move-Kamera, die jetzt zwei Kameras quasi sind, so ein bisschen 3D-mäßig, soll die Move-Steuerung verbessert werden und so weiter und so fort, soll ein bisschen Kinect-mäßiger werden, sagen sie mal, so eine Mischung aus Kinect und Wii, kann man das Ganze eigentlich nennen, und ja, mal sehen, was sie daraus machen. Bislang konnte ich mich Move nicht überzeugen, aber nicht von der Technik her, sondern einfach nur von dem Software-Line-Up, was die dazu gestellt haben. Es gab einfach zu wenig Software, die das Ding verwendet haben, und deswegen bin ich mit Move auch noch nicht so wirklich zu einem Entschluss gekommen. So, und jetzt kommen wir zum dritten Teil. Das Ganze sind die aktuellen News. Und zwar hieß es erst, dass Battlefield 4 vermutlich Ende des Jahres auch für die Next-Gen-Konsolen kommt. Zurzeit, das heißt kurze Tage darauf, jetzt vor 2-3 Tagen, wurde das Ganze auch offiziell bestätigt, dass Battlefield 4 für die PlayStation 4 erscheinen wird und ist auch release-nah. Zudem bietet Amazon schon FIFA 14 für die PlayStation 4 an. Und One Piece Pirate Warriors 2 wird auch noch dieses Jahr für die PlayStation 3 erscheinen. Den ersten Teil wäre LP, den zweiten wird auch direkt normal erscheinen, auch am Release. Und zu dem Ganzen wurden schon so ein paar Charaktere genannt. Immer wieder trudeln da so ein paar Informationen rein. Ich habe jetzt die neuesten genommen, die genannt wurden. Das wären Buggy, Falkenauge, Crocodile, Trafalgar Law. Ich muss jetzt gerade spielen und gleichzeitig so ein bisschen auf den Zettel gucken. Wer war denn das noch alles? Von den neuesten News. Perona, Smoker. Bartholomeus Bär, Marco der Phönix,
Ace Whitebeard und jetzt muss ich mich doch wieder auf die konzentrieren. Verdammt. Ja, und zwei Kommandeure als Thief Chars von der Whitebeard-Bande. So, das Ganze wird sowohl die Skypier-Saga als auch die neue Fischmesse als Saga beinhalten. Das sind überall Gegner. Rechts war einer, links war einer. Zu sterben ist deine Ehre. Toll. Hey, hinter dir. Ich feuere mich. Oh mein Gott. Mit deiner scheiß Elektrowaffe. Kann ich mal sonst wo. Oh, Idiot. Nein. Jawoll. Hier rüber. Und hier ist einer drin. Da ist einer drauf. Hier ist einer drin. Oh. Dafür. So, meine Liebe. Ah, verdammt. Hat er mir den Kill geklaut. Den wollte ich haben. Oh. Das habe ich ja früh gemerkt. Die Gerechtigkeit hat obsiegt. Wieso klauen die da? Okay, jetzt glaubt eigentlich gar keiner was hier. Hilfe! Hilfe, ich bin gleich selbst um. Oder wir machen es so. Okay, diese Runde läuft gerade super toll. 2-5 ist ja schon mal eine gute KD. Sollte man immer starten. Ich sehe die Gegner diesmal einfach nicht. Immer markiert. Immer. Hau ab. Fuck. Sag hallo zu den Seejungfrauen. Ja. Slag hier. Okay. Ha! Wir haben einen. Ein großer Erfolg. Ich kann wieder ein Kiel hier mitzunehmen. Och nö! Och nö! Och nö! Von allen Seiten! Da wird er nicht wahr sein. Dann wieder diese scheiß Elektrowaffe, ne? Hinter dir! Voll daneben geballert! Oh Gott! Den hab ich nicht gesehen. Weil er selbst mit dem Raketenwerfer voll ab und dann weg hier. Stirb! Stirb! Oh Gott. Oh Gott. Heilen! Heilt man's heilen. Ich fühle mich schwungvoll wie eine Peitsche! Ja, schwungvoll wie eine Peitsche, genau. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ah, sehen. Und. Gegner! Das ist ja mal sehr gut mit dem Leben. Was? Gestorben hier? Weg hier! Weg hier! Ah! Ah! Natürlich will ich den Elektrowaffe. Wo nicht sonst? Ja, kann man es auch gemütlich machen? Ja, gehen wir mal andersrum. Nein. Sie spüren schon unseren Atem im Nacken. Erdrosset sie. Ein Hammer.
Den haben wir auch. Ja, hier müssten wir auch haben, oder? Ja. Oder auch nicht, deshalb waren wir vorbeigerannt. Ich habe nicht mitgekriegt. Genau. Ah, der war unten. Jetzt weißt du, wie ein Held aussieht. Ja. Haben wir den Kopf in den Fuß. Das war noch für News. Und die Kill! Ah, da waren wieder zwei. Betrachte deinen Vernichter! So viel dazu. Ja, da kam er von allen Seiten, was? Nur Beteiligung? Okay. Dann halten wir uns hier mal kurz. Ja, haben wir zumindest mitgenommen. Ja, 12-11 sieht schon besser aus. Nicht gut, aber besser. Da. Tag. Ja. 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 Spring in der Bohne! Okay. Okay. Dein Blick könnte noch etwas starrer sein. Schade. Ja! Hirnkonfetti! Und dann nehmen wir den da noch mit, der jetzt gerade um die Ecke gerannt ist. Aber der ist echt schade. Aufmerksam gemacht hast, aber dann sind wir leider erledigt worden. Boah, 45 zu 45, ist wirklich ärgerlich. Gut. Uncharted 3 ist auf dieser Woche Free to Play, wer es nicht mitgekriegt hat. Das ist die nächste News. Zudem wird Kingdom Hearts 1.5 HD Remix auch jetzt in EU, also in Europa erscheinen. Das interessiert mich sehr, da werde ich wahrscheinlich auch LPs zu machen. Kingdom Hearts 2 ist mein Lieblingsspiel, nur mal dazu so gesagt. Wer es noch nicht wusste, ich glaube, habe ich noch bislang nirgendwo angesprochen. Deswegen werde ich das garantiert am Release LP und soll dieses Jahr noch kommen. EA hat angekündigt, dass alle Spiele, die sie in Zukunft rausbringen werden, Mikrotransaktionen unterstützen werden, was mich persönlich nicht so wirklich anspricht. Einfach nur, weil ich sage, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann soll das auch vollständig sein. Gut, sowas wie jetzt bei FIFA Ultimate Team ist was anderes. Aber sowas wie, was sie jetzt hier bei Dead Space gemacht haben, das finde ich jetzt eher untoll, weil dann steckst du da 200 Euro rein, dann hast du das Spiel in 10 Minuten durch und toll. Du gibst quasi Geld dafür aus, dass du das Spiel schneller durch hast. Naja, okay. Für Borderlands 2 ist auf jeden Fall ein neuer Char gerade in Entwicklung und wird auch demnächst vorgestellt. Final Fantasy X HD kommt im Juni. Für die Leute, die Final Fantasy X mögen, sind ja, glaube ich, sehr viele. Ich mag Final Fantasy allgemein nicht so gern. Deswegen jetzt für mich jetzt nicht so eine super tolle News. Und auf seinen Hinweis auf die E3, Just Cause 3 und Mad Max werden für die PlayStation 4 vorgestellt. Angeblich. Und EA möchte ein plattformübergreifendes Lock-in-System, eventuell Cross-Gaming, quasi einführen, womit man quasi mit der Xbox und mit PC-Spielern und mit PC-Spielern, mit PlayStation 4-Spielern und so weiter spielen kann. Das ist man noch am Werkeln und vielleicht wird das ja irgendwann mal. Was wäre auf jeden Fall ganz schick. Vor allem für FIFA wäre das sehr nett, dass man endlich mal auch mit PC-Spielern zusammenspielen kann. Und so weiter und so fort. Sony möchte auf jeden Fall das stärkste Line-Up der Historie für seine PlayStation 4 haben. Mit anderen Worten, mehr als für die Nintendo Wii U, die schon das zweitgrößte Line-Up hatte, allerdings jetzt nicht so wirklich mehr danach kam. Und ja, deswegen wird wahrscheinlich noch einiges kommen demnächst, was so angekündigt wird. Metro The Last Light hat jetzt einen offiziellen Release-Termin, das ist der 17. Mai.
Zudem hat Sony nochmal bestätigt, ich schwank jetzt ein bisschen hin und her, weil ich das chronologisch erstellt habe, die ganzen News. Dann hat Sony angekündigt, dass 4K-Filme jetzt für die PlayStation 4 bestätigt sind. Das heißt, in dem 4K-Format momentan das höchste, was es so gibt, soweit ich weiß. Wer so einen Fernseher hat, Glückwunsch. Ich habe so einen definitiv nicht und werde mir auch die nächsten Jahre nicht leisten können. Beyond Two Souls, der Nachfolger, was heißt Nachfolger, also auf jeden Fall der nächste Teil der Heavy Rain-Macher, wird im... jetzt hau ab. September erscheinen. Der Rest wird dann wahrscheinlich jetzt hier nichts folgen. Der Schmerz ist Schmerz. Wie gesagt, wird eine sehr lange Folge. Einzig und allein aus dem Grund, da ich das Ganze hier quasi so als Pilotfolge rausbringe. Das heißt, eine etwas längere Folge, um mich darzustellen, wie das alles so laufen wird und dann euer Feedback abwarte, ne? Die haben sich Gott zum City-Post gewünscht und damit kehrt es zurück. Falls es euch nicht gefällt, das Format, dann könnt ihr mir so gerne schreiben. Dann muss ich gucken, ob ich Gott zum City-Post irgendwie anders verwenden kann. Wie gesagt, auf ein einfach nur so ein stupides LP habe ich keine Lust. Da muss schon was Tieferes hinterstecken. Für mich. Ja. Ah. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, wo es ist. Hast du Kill? Wovon? Wodurch? Von wem? Ich hab gar nichts gemacht. Voll gut, nehme ich gern mit. Ja. Ruhig stehen bleiben ist immer ein Fehler in Shootern. Ach, das sind alles Gegner, das auch. Das ist einer von uns hier. Ja. Vom Leben. Verlieren, ja, der. Wenn das kleiner gewesen wäre, hätte ich die vielleicht noch mitgenommen. Die dickeren sind schon. Die Größe das Problem. Ah, oh, da kam man dann wieder Schrot von den. Ja. Was? Er hat auch geschrot. Das war, glaube ich, sogar derselbe. Verdammt, verdammt. Toll. Das kann nicht wahr sein. Der Vollidiot mit seiner Schrot, ne? Und diese scheiß Elektrowaffen. Ah. Oh, hier liegt einer. Das ist aber einer aus dem Gegnerteam. Ja. Ah, bitte. Verdammt. Steht's denn? 9-6 ist ja noch okay. Aber ich habe am Anfang ordentlich was vorgelegt dafür, dass ich jetzt so oft sterbe. Ach, man kann hier. Da stehen diese zwei Dreckstanks drin und man kann ihn einfach nichts anhaben. Ich nehme jetzt einfach mal die Zeit. Und sorge die beiden Dreckstanks da drin. So. Nein, ich habe auf mich aufmerksam gemacht. Da kommt diese Scheiße, die kommt wie so overpowered. Die knallt von links nach rechts in die Dreckswände und wenn die dich einmal erwischt, dann bist du tot. Boah, hängt da dieser Kackkante hier fest. Das kann nicht wahr sein. Ich komme nicht weg. Vollidiot. Ein Geistesblitz. Mein Text steht da immer noch drin.
Keine Munition! Zwei Schüsse habe ich noch und jetzt muss ich irgendwo Munition herholen. Munition, 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 Munition. Da. Wunderbar. Irgendwo mehr zu sehen. Das kann ich wahrscheinlich. Zwei Schüsse, die bin tot. Fischfutter. Ah, ich wollte gerade nicht. Null Punkte, super. Die stehen einfach mit drei Tanks drin und gewinnen. Das ist unglaublich. Das ist natürlich eine super Taktik. Ich nehme einfach drei Tanks, stelle mich in diesen kleinen Raum, mache alle drei Ausgänge und knall einfach auf alles, was kommt. Okay, wo waren wir stehen geblieben? 4K-Support, Beyond Two Souls kommt im September. Battlefield 3, das neue Add-on. Die PlayStation 3-Version für die Premium-Mitglieder erscheint heute, also wo ich aufnehme, wahrscheinlich für euch gestern oder vorgestern, am 5. März nämlich. Die Xbox 360 und PC-Premium-Variante erscheint am 12. März, die PS3-Normal-Variante erscheint am 19. März und die Xbox 360 und PC-Variante erscheint am 26. März. Damit bin ich mit den aktuellen News eigentlich auch schon durch. Gut, bitte, man kann doch auf ein bisschen auf, wie heißt es, Assassin's Creed 4 zugehen. Das Ganze spielt jetzt im Piraten-Setting, wurde jetzt auch neulich im Trailer, oder jetzt vor ein paar Tagen erst der Trailer, zu veröffentlicht. Ich kann mit Assassin's Creed jetzt nicht so viel anfangen, deswegen für mich jetzt nichts Besonderes. Das Piraten-Setting liegt mir zwar schon viel besser als das alte, antike Setting, sage ich mal, aber naja, man muss die Vorteile, glaube ich, schon gespielt haben, um im vierten Teil so einer Serie da irgendwie Spaß dran zu haben. Und da mir die nicht wirklich gefallen, werde ich mit der Serie, glaube ich, nicht mehr so wirklich Freund. Okay, jetzt komme ich zu den aktuellen Themen meinerseits. Und zwar für die Leute, die sich fragen, was mit Dishonored ist. Das ganze LP ist abgebrochen und einzig aus allein aus drei Gründen. Und zwar einerseits sind die ersten Parts noch mit der schlechten Soundqualität. Der zweite Grund ist, dass ich da ja nicht wirklich viel Resonanz drauf bekommen habe. Das heißt, es haben viele große LP ja gleich zum Release gespielt und sogar schon ein bisschen davor, glaube ich. Und ja, da kann man halt da nicht viele Views erwarten, das war klar, aber ich glaube, ich habe auf den einen Stunden-Part gleich nur ein View und für den ersten Part ist das echt wenig oder für den zweiten Part, da sind ja meistens die Views noch höher. Und andererseits scheint es auch niemand zu vermissen. Und der dritte Punkt war, dass ich dann aus dem Urlaub wiederkam die Woche drauf und da war mein Savegame weg. Mit anderen Worten hätte ich die drei Stunden, die ich schon aufgenommen hatte, nochmal neu machen müssen. Und einzig und allein aus dem Grund habe ich gesagt, komm, lässt es. Das LP sein, mache ich vielleicht auch nochmal so ein extra Video zu, damit die Leute, die sich die Playlist angucken, dann nicht wundern, hä, warum nur drei Videos und mehr nicht. Löschen werde ich die Videos nicht. Einfach nur aus dem Grund, falls ich das irgendwie noch angucken will, was ich bezweifle bei der schlechten Soundqualität. Aber gut. So viel dazu. Und zu kommenden LPs kommen wir jetzt. Und zwar haben wir im März noch ganz im Zeichen von Naruto und Sly. Mit anderen Worten, es wird jetzt in den nächsten Tagen ja Naruto Ultimate Ninja Storm 3 released und das werde ich auch am Release Let's Playen. Zudem wird jetzt am Wochenende auch Sly 2 beendet und Sly 3 starten. Und zudem wird dann noch parallel nächste Woche Bentleys Hackpack kommen. Was auch nochmal Titel der Sly-Reihe ist und dann wird dann auch am Sly 4 kommen, ne? Thieves in Time. Das wäre momentan die Märzpläne mit Abschluss der Ratchet & Clank-Serie, wird dann zum Release noch God of War Ascension kommen. Der wird morgen oder heute, je nachdem wann ihr das seht, auf die Demo zu kommen, oder kann gestern schon gewesen sein, keine Ahnung. Für mich ist es jetzt, dass es heute aufgenommen wurde, morgen hochgeladen wird. Ansonsten sind LPs, die für dieses Jahr noch geplant wurde. Da hat mich der Kopfschuss aber das Leben gerettet. Am Release wird kommen, The Last of Us. Ich weiß nicht genau, wann das jetzt terminiert ist. Ich glaube, es war Juni. Bin mir aber selbst nicht mehr sicher. Sly habe ich schon erwähnt, Naruto wurde auch angesprochen, God of War.
Da wird nach Ascension wird dann entweder. Oh. Nach God of War Ascension wird dann entweder. Der erste God of War kommen, je nachdem, was eure Resonanz ist, oder eine neue Spieleserie. Und zwar habe ich da noch in petto ein paar Shooter, die dann auch demnächst mal starten werden. Unabhängig von Gotham City Imposters habe ich nämlich noch geplant, Resistance zu let's playen. Habe ich noch Uncharted, die Serie hier auf Lager. Und auch Killzone, die ersten beiden Teile. So wie in Famous hatte ich ja bereits angesprochen, dass ich das noch LPen werde die nächste Zeit. Dann habe ich noch den Jack & Dexter Trilogie theoretisch hier liegen, wovon ich auch noch nichts kenne. Das ist alles bei Idle Space, so viel ich sage. Davon habe ich noch kein Spiel vorher jemals gespielt. Viele PS-exklusive Serien sind auch an mir vorbeigekommen, die möchte ich jetzt halt auch demnächst mal nachholen. Aus dem Grund halt auch momentan so diese PS-Exklusivität. Bei Nintendo kenne ich die fast alle und bei der PlayStation sind das alles Blind-Titel. Und ich habe da wirklich mit von Spielen, die ich selber nicht kenne, mehr Spaß als an Spielen, die ich schon kenne. Gekauft, danke. Ja, da scheint wohl schon ein paar geliefert zu sein bei den Gegnern, weil es mir nicht so gut läuft. Zu sehen, nicht mehr zu sehen. Nein, nein, nein. Ja, auf so einer recht großen Map die Gegner natürlich auch. Was? Merkwürdig. Hast du mir den Peter gerettet? Danke. Da links war aber eben einer. Genau. Amok, ich jetzt aktiviere. So, danke. Jetzt kommt aber auch meine Freunde. Da oben. Danke. Danke. Da hat sich der Amok schon mal gelohnt. Drei Leute mitgenommen und dann kann ich mich wieder heilen. So. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Bei so wenig Gegnern wäre so ein Markierer im Team gar nicht schlecht. Nein! 11-1, nein! Ich bin gestorben. Oh, ist das ärgerlich. Da hinten! Hilfe! Hilfe! Ach, der war verliebt, was ich dachte. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hier nicht. Gut, dann wieder weg. Oh, gut, stark, stark, stark. Natürlich. Macht er das mit meinem Leben? Hätte ich dich jetzt 1 gegen 1 einlassen, aber war alles, was ich auch nicht hingekonnt. Also, ich hatte da jetzt wenig Möglichkeiten, glaube ich. Ich merke auf jeden Fall, dass ich mich auf der PlayStation eingespielt habe. Und wenn weitere Folgen kommen, dann denke ich mal, wird schon auf der PlayStation sein, weil es ruckelt hier nicht. Ich kann hier nachträglich die Höhen und Tiefen einstellen von. Na, was heißt Höhen und Tiefen? Ich kann hier nachträglich. Ah, die Lautstärke von meiner Stimme im Vergleich zu. Dem Ingame-Sound einstellen. Das wollte ich sagen. Und ja. Soweit dazu, ne? Ich bin gerade etwas konzentriert, deswegen kann ich jetzt auch nicht so wirklich viel labern wie eben gerade. Ich möchte mal eine gute Statistik hier eigentlich ins Ziel bringen. Dafür brauchen wir aber noch mal so gut 25 Kills. Dann ist es irgendwie wenig Gegner zu sehen. Der vordere Teil des Trucks. Ich dachte, das wäre ein Gegner, der da stand. Ja, die Map ist aber auch groß dafür, dass hier nur viele Gegner drin rumrennen. Das ist ein bisschen kacke. Ich hatte jetzt auch keine nach. Join. Ist mal rübergeflogen. Das ist aber einer von uns. Auch gut. Wir wollen jetzt mal ein bisschen geleiten hier durch die Ebenen. Ja,
Ja, können wir irgendwo festhängen. Kriegen wir uns hier gleiten durch die Ebenen. So. Und zack. Na also. Läuft doch. Da waren sie wieder alle in der Ecke. Eigentlich gar nicht suchen brauchen, die standen alle vier hier. Versuchen sie wohl auf die Taktik des Verschanzens. Naja, wenn sie Bock drauf haben, ne? Da ist wieder einer. Ist einer gestorben. Ah, das war. Natürlich blöd. Wollte mich dann einer aus unserem alten Team überholt. Der hat zwar 14-6, aber wohl mehr Punkte. Da! Ah, da! Multikill, das waren nur zwei, du Vollidiot. Das waren keine Multikill. Kann man auch sagen, dass es zwei waren. Oh, da kommt einer von der Seite, da kommt einer von der Seite. Da genau du da. Und du? Und oh, dann gehen wir mal. Ach, sind die schon weg oder was? Na gut, dann habt ihr die halt erledigt. Vier Kills brauchen wir noch. Und dann sage ich noch meine letzten Ankündigungen für dieses Jahr. Also von dem, was jetzt schon feststeht. In der nächsten Folge werden wir dann ein paar neue Ankündigungen kommen, aber momentan dann wird das fest, was ich Ihnen gerade erzähle. Und ja. Dann machen wir gleich noch die letzte Runde. Dann sollte es das gewesen sein mit der Pilot-Episode. Ihr könnt dann halt, wie gesagt, bewerten, eure Kommentare zu den News abgeben, eure Kommentare zu meinen neuen LPs abgeben, was ihr da gerne als erstes sehen wollt und so weiter und so fort. Nein. Ah. Ich hab sie doch am Fenster gesehen. Na gut. Ich bin nur Dritter geworden. Fuck. Hätte ich die mitgenommen, wäre ich immer noch Zweiter. Naja. Egal. Die Gegner haben auch ein paar gute gehabt. Dann gehen wir mal weiter. Also ich hab The Last of Us, Sly, Naruto, God of War, One Piece, Pirate Warriors 2, Infamous, die gesamte Reihe, plus dann vielleicht nach eurer Wahl Second Sun, wenn ihr euch das wünscht. Killzone 2 und 3, wenn ihr wollt. Auch Shadowfall. Uncharted die Reihe. Resistance die Reihe. Splinter Cell. Und am Release dann auch Blacklist. Bis dahin möchte ich mit den Vorteilen komplett durch sein. Bei dem neuesten Teil bei Conviction ist die Frage, das habe ich nur auf dem PC. Das heißt, ich kann euch nur mit schlechter Qualität liefern, sonst kommt mein PC da nicht hinterher. Aber irgendwie werde ich das, glaube ich, schon schaffen. Dann Super Luigi U. Also das DLC zu New Super Mario Bros. U ist New Super Luigi U. Pokémon Saphir wird kommen. Vielleicht Battlefield 4. Je nachdem, ob ihr euch entscheidet, ob ihr das sehen wollt oder nicht, werde ich euch dann auch noch zur Auswahl stellen. Und FIFA 14, aber erst zur PlayStation 4 Release. Das werde ich mir dieses Jahr nicht mehr zweimal holen. Das habe ich mir FIFA 12 habe ich mir für PC und für PlayStation geholt. Das werde ich nicht mehr tun, weil mir FIFA 13 einfach nicht gefallen hat. Also nicht so gut gefallen hat wie alle Teile davor. Auch wegen der ganzen Bugs. Gut, dann wird da vielleicht, keine Ahnung, was da kommt, ob Ultimate Team kommt, ob wieder eine Trainerkarriere kommt oder ob Prognosen kommen, je nachdem, auf was ich dann Lust habe. Auf jeden Fall erst zur PS4 und nicht zum FIFA-offiziellen Release. Das sollten eigentlich alles sein, was ich dieses Jahr machen möchte. Vielleicht kommt noch Little Big Planet und Little Big Planet 2. Ich gucke hier gerade mein Spieleregal. Ratchet & Clank wird weiterkommen, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, fällt mir gerade auf, wird aber auch der zweite Teil dann bald kommen. Der erste Teil läuft ja momentan. Was habe ich hier noch stehen? Mass Effect, weiß ich nicht, warte ich auf die nächste Spielepause, also wenn mal länger wieder kein neues Release kommt. Also länger wieder mal kein neues, nicht mehr so viele neue Spiele released werden, wie jetzt zum Beispiel die Spieleflaute hier, Dezember, Januar, Februar war jetzt ja eine. Wenn sowas wieder ist, dann wird Mass Effect zweimal starten. Ansonsten haben wir noch
Ich habe ja mein Spielregal schon so ein bisschen sortiert zu Sachen, die ich wahrscheinlich Let's Playen werde oder nicht. Auf jeden Fall wird Killzone demnächst starten. Das kann ich jetzt schon sagen. Genauso wie Infamous. Uncharted wird auch nicht lange auf sich warten lassen. Resistance wird wahrscheinlich erst ein bisschen später innerhalb des Jahres kommen. Jack and Dexter auch erst, wenn erst, dann später. Batman Arkham Asylum, dazu habe ich noch... Das passt jetzt ein bisschen zu Gotham City, wo ist das, glaube ich, besser. Davon habe ich schon ein komplettes Let's Play aufgenommen. In nur 4 Aufnahmesessions. Eine davon war übrigens 4,5 Stunden lang. Da schäme ich mich auch selber noch für. Da war ich am Ende richtig fertig. Das Problem ist, dass das in den ersten Wochen entstanden ist und da noch meine Soundqualität so kacke ist. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das trotzdem sehen wollt oder nicht. Ich würde das dann in Stundenparts hochladen. Einzig und allein, weil die Soundqualität da so schlecht ist und ich euch das dann nicht... Ja, ich dann mit so einem schlechten Dingens dann halt quasi nicht den Platz für ein anderes LP da irgendwie belegen möchte. Also, das, wenn ihr wollt, könnt ihr das, lade ich das hoch. Aber ich kann auch verstehen, wenn ihr sagt, das ist nicht so teuer. Ihr könnt euch beispielsweise, wenn ihr nicht genau wisst, wie, was ich mit schlechter Soundqualität meine, könnte ich entweder die 3 Folgen Dishonored, die ich habe, angucken oder den Anfang von... One Piece Pirate Warriors. Das war auch noch so. Die ersten, weiß ich nicht, 4 Folgen, 3 Folgen. Die waren auch noch in der schlechten Soundqualität. Da habe ich einfach bei Audacity das erste Mal benutzt. Eine Probeaufnahme gemacht. Die war super gut. Also normale Soundqualität halt. Mit diesem Headset. Und ja, dann habe ich gesagt, perfekt. Wollte dann erstmal was essen. Habe dann das Headset rausgezogen. Habe Audacity angelassen. Audacity ist natürlich abgestürzt. Ich habe es ausgemacht. Habe es neu angemacht. Und habe dann erst das Headset wieder eingestöpselt. Und dadurch hatte der natürlich... Ja... Nicht mehr mein Headset als Aufnahmequelle drin. Sondern die Ingame-Mikrofon... Das Ingame-Mikrofon meines Laptops. Und das hat nun mal so eine schlechte Soundqualität. Dass es sich so anhörte, wie es sich halt da anhörte. Und naja... Deswegen... Das habe ich natürlich die ganze Woche nicht bemerkt, weil ich die ganze Woche halt lang aufgenommen habe. Und am Ende, als ich dann die ersten Parts gerendert hatte und dann mal reingeguckt habe, habe ich gedacht, warum hörst du dich denn so kacke an? Ja, mittlerweile habe ich es heraus und kontrolliere auch bei jedem Start von Audacity, ob das richtige Mikrofon eingestellt ist. Aus solchen Sachen lernt man dann halt, ne? Hallo, jetzt... Mute den doch. Bah. Okay, zumindest starten wir jetzt nur noch in die letzte Runde. Das passt sich jetzt ja. Wir sind mit den News durch, wir sind mit den Ankündigungen durch. Wenn ihr noch Fragen zu irgendwas habt, schreibe ich mir die alle auf und beantworte die vielleicht im nächsten Part. Aber je nachdem, ihr müsst entscheiden, ob diese... Ja, diese... Spieleserie hier weitergeht oder nicht. Das ist eure Wahl. Ich überlege gerade, soll ich mit einer Waffe spielen? Die ganze Zeit mit der Pistole. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal das Ding hier. Spieler. Du bist jetzt noch gemutet und dann ist alles perfekt. So, die Docks waren früher meine Lieblingsstrecken. Einmal früher meine Lieblingsstrecke. Achso, das ist In-Game Sound. Okay. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob es immer noch mal die Strecke ist. So, dann haben wir eine neue Waffe hier mit dem Torwächter. Wenn es nichts bringt. Also wenn es nicht so gut läuft, dann können wir gleich immer noch wieder wegsehen. So, ich nehme jetzt mal Munition, weil das habe ich noch in Erinnerung, dass der halt sehr schnell schießt. Und deswegen auch sehr schnell Munition verbraucht. Oh, lecky, lecky. Kleiner Lex, natürlich nichts vergleichbar mit dem, was eben auf dem PC stattfand. Unten ist keiner. Oh, ich weiß nicht, der Server ist das jetzt gerade, der hier ein bisschen rumspackt. Ich hoffe mal, es verbessert sich jetzt gleich. Da kommt einer. Tag. Ach, Mann. Du bist umgefallen wie ein Sack Mehl. Süß. Den hatten wir den ersten schön erwartet. Der zweite kam dann plötzlich unerwartet. Okay. Das muss da einer sein. Was? Was hat der denn für eine Waffe gehabt?
Alter! Zwei Schüsse und ich war tot. Okay. Hier war einer, da wo hast du ihn geballert. Gut, ich sehe irgendwie gerade überhaupt keinen. Was nicht gerade von Vorteil ist. Da kommt einer. Oh, da kommt noch einer von der anderen Seite. Ich glaub's nicht. Siehst dir gut an. Was? Läuft gerade nicht so gut. Würde aber auch mit der anderen Waffe gerade nicht besser laufen. Ah, noch einer! Ah, ich würfel gerade nur Beteiligung ab, das ist auch nicht so richtig toll. Ah? Oh oh. Hilfe! Den habe ich noch mitgenommen. Und alles andere wäre jetzt Selbstmord, glaube ich. Gut, da wird noch laufen, wir können uns heilen oder auch nicht. Da hat uns einer erwartet. Beide down. Ich geh hier hoch. Dann mal gucken, was hier kommt. Niemand. Tag, meine Freunde. Weg, weg, weg. Okay, den haben wir noch. Oh. Von wo? Von wo? Da! Ja, komm ruhig wieder zurück, schade. Ja. Tag. Hilfe! Heil, 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 heil. Heldentum wiederhergestellt! Ja, Heldentum wiederhergestellt. Von wir zu sehen, da unten nicht. Da auch nicht. Ja, hier. Ah, den habe ich gesehen. Mehr hatte in der Waffe, lief das ja ganz gut. Hat mir da leider noch den Arsch gerettet. Von dem Gegner, den ich nicht gesehen habe. Wirklich? Was passiert mal wieder? Das kann ich mir einfach so sinnlos rumstehen. Gut, gut. Ah, wo stand der denn? Salz und Pfeffer auf die Wunde! Oh, ich hab Amok. Theoretisch. Sollte ich anwenden, wenn ich weiß, dass hier irgendwo recht viele Gegner sind.
Beispiel. Ja, fast. Verdammt. Okay, hier habe ich, glaube ich, nur die Amok-Anzeige gehabt, dass ich sehe, wo die Gegner sich befinden. Aber nicht die Verstärkung, die ich sonst immer habe. Ah, da kam einer. Du bist umgefallen wie ein Sack Mehl. Ach, wir sind auch einer weniger. Wir sind zwei weniger. Das ist natürlich toll. Wir sind in Führung, aber sind zwei weniger. Mit anderen Worten, wir haben fast alle eine positive KD. Ja. Ich stehe keine. Zwei! Die Luft ermordet eben noch. Boah, dieser Dreckserver, ne? Der hier wieder rumleckt. Ah, schade, da kam mir einer zuvor. Boah, leckt doch nicht so. Ja, stirb. Was? Wie hält der denn aus? Ah! Vollidiot. Ah! Vollidiot. Ah, kommt ihr noch wer? Kommt ihr noch wer? Kommt ihr noch wer? Ist gerade alles so ruhig hier. Wir nähern uns den Schüssen. Nicht zu sehen, da kommen sie. Ah. 60 Sekunden. 60 Sekunden, 60 Sekunden. Verteidigung? Verteidigung? Super! Ja, das auch. Weiter so, Bats. Gut gemacht. So, zweiter immerhin. Jetzt labern uns hier noch einer ins Ohr. Die finde ich immer besonders nett, die Leute, die einfach mal so joinen und dann kurz vor Ende ihr Mikrofon anstellen und alle voll labern. Die meisten Abschüsse, ohne selbst zu sterben, töten eines Gegners, der vor kurzem einen der Nagimkaran tötete. Ja, und damit sollte es das dann gewesen sein mit der anderthalbstündigen Pilotausgabe hier, ne? Dann verlassen wir mal die Lobby. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge wird dann natürlich, falls es eine nächste Folge gibt, das liegt ganz an euch, wird dann etwas kürzer. Wie gesagt, wenn ihr dieses Format nicht sehen wollt, mit diesen ganzen News und was weiß ich, das gibt es andere Plattformen, kann ich ja auch verstehen. Dann kann ich aber nicht versprechen, dass dass Gotham City Imposters in einer anderen Form wiederkommen kann. Es sei denn, mir kommt noch eine grandiose Idee, oder ihr habt noch eine grandiose Idee, wie ich dieses Spiel noch irgendwie aufpäppeln kann. Ich würde auch gerne Community-Runden machen, dafür habe ich aber, glaube ich, zu wenig Mitspieler. Vor allem müsstet ihr dann ja auch die gekaufte Version auf dem PC haben, auf der PlayStation 3 haben. Ich kann auch PC-Community-Runden machen, da dann allerdings ohne Aufnahme, weil ihr habt ja gesehen, wie das eben leckt. Und das ist ein bisschen kacke, ne? Gut, damit sage ich jetzt aber auf jeden Fall auf Wiedersehen und vielleicht bis zur nächsten Ausgabe. Und dann mit echten News oder mit echten Let's Play-Ankündigungen. Oder einfach mal eine Runde so. Wer weiß, wie man sich dann wieder sieht. Bis dann und auf Wiedersehen.